Hi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Info. Und zwar, heute ist ein schwarzer Tag für alle ARK-Spieler und die, die sich auf Genesis gefreut haben. Meine lieben Leute, heute am 23. Jänner um 2.27 Uhr, also morgens um 2:30 Uhr unserer Zeit, kam die Nachricht, dass Wildcard das Projekt Genesis wieder mal verschiebt. Ihr wisst, grundlegend war es geplant für Dezember 2019, dann wurde es verschoben auf Jänner 2020, Entschuldigung, und da kam ja auch von mir das Video von dieser Internetseite, die anscheinend nicht so seriös ist oder sonst was, aber ich habe das gefunden und wollte es auch zeigen, Leute. Also kam ja nicht von mir, ne? Die Info kam von dieser Seite, ich verlinke das auch immer, wo ich das her habe, damit, da könnt ihr euch beschweren, nicht bei mir bitte. Und jetzt ist aber offizielle Bestätigung gekommen von ARK, und zwar, sie bringen es am 25. Februar. Ja, es sind auch wieder nette Bildchen dazugekommen von fliegenden Wallen, von Untersee, bla bla bla, von Aberration-Gebiet. Wir haben ja letztens schon alles drüber ausgequatscht, auch im Livestream haben wir drüber gequatscht und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut und ja, ihr super Ding ist das mega geile Wallendienstags-Event, was anscheinend viel wichtiger ist wie alle anderen Projekte, gefühlt. Leute, wir müssen uns gedulden. Wir müssen uns nicht gedulden. Und der zweite Part kommt im Winter 2020. Ja. Wie soll man das sehen? Was soll man drüber denken? Wie fühlt ihr euch dabei? Ich sage jetzt mal aus meiner Warte aus, weil ich habe schon gelesen, viele sagen, ja, ist ja cool, dann kommt es am 25. Februar, yeah, ich freue mich, geil, Wildcard, cool. Viele sagen auch, ja, besser verschoben und es kommt nicht voller Bugs. Und es gibt auch Leute wie mich, die einfach mal sagen, Wildcard, du gehst mir so auf den Arsch mit deiner scheiß Firmenpolitik. Ganz ehrlich, in der Privatwirtschaft. Ich meine, ich komme vom Bau. Ganz ehrlich, ich komme vom Bau. Da gibt's einen Bauzeitplan. Und an dem Tag muss das Gebäude fertig sein. Mit Außenanlage, mit Fenster, mit allem. Welche Firma es nicht schafft, ihren Bauzeitplan einzuhalten, muss Penale zahlen, sprich Strafe zahlen. Wenn du 2 Monate die Baustelle über den Zeitplan hinaus zögerst, dann ist deine Firma pleite. Ganz einfach. Leute, ganz ehrlich, wie viele Leute haben sich das DLC gekauft? Wie viele von euch haben sich das DLC gekauft? Haben ARK das Geld gegeben und gesagt, oi, da hast du das Geld, kostet 36 Euro oder so in den Dreh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und wer jetzt sagt, ja, sie haben ja kein Datum genannt. Nein, sie haben kein explizites Datum genannt und gesagt, jo, am 2. Dezember 2019 kommt. Nein, aber sie haben gesagt Dezember 2019. Und wenn ich sage, es kommt am Dezember 2019, dann gehe ich davon aus, als Endkonsument, ich kaufe das, weil Dezember 2019 kommt das. Okay, sie verschieben es. Dann kommt es im Jänner 2019. Wurde auch so auf den ganzen öffentlichen Seiten January 2020. War so geschrieben. Da muss nicht dazu stehen 15., 20., 25. Ist doch scheißegal. Im Jänner. Ey, und jetzt Ende Februar. Und Leute, glaubt ihr ernsthaft, das kommt dann raus ohne einen Bug? Ohne einen Fehler? Ihr joint auf die Map und es funktioniert alles reibungslos? Ihr kennt Wildcard. Welcher Patch bis jetzt kam raus und es war kein Fehler? Welche Map kam neu raus und es war kein Fehler? Geschweige dessen am 25. Februar, wenn es überhaupt kommt. Für was kommt es? Sie sagen jetzt für alles, ne? Sie sagen für alles. Ha! Man kann das doch. Es kommt für PC, eine Woche später für diese Konsole, eine Woche später für diese Konsole und es hat Fehler ohne Ende. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen verbittert bin und vielleicht ein bisschen die Kacke dampfen lasse, aber Leute, warum schreiben sie dann nicht einfach ARK Genesis Part 1 Winter 2019 und Spring 2020? Das heißt, wir bringen ARK Genesis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, gegen Frühling. Dann haben sie alles richtig gemacht. Ne? Aber nicht im Dezember 19, im Jänner 19, im Jänner 20 und im Februar 20, das passt nicht. Und das gleiche ist jetzt mit dem zweiten Part. Wer glaubt jetzt ehrlich, wer glaubt jetzt dran, dass der zweite Part im Winter 2020 kommt? Wer geht davon aus, bitte, wer geht davon aus, dass es 2020 nicht zum zweiten Part kommt. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass es 21 irgendwann dazu kommt. Ne? Irgendwann 2021 wird es kommen. Weil ich bin einfach verärgert. Ich bin einfach enttäuscht. Man kennt es zwar schon bei ARK,
Man ist aber immer wieder enttäuscht. Alter, da... Man fiebert drauf hin. Ich würde mir wünschen, dass Alkmaar echt einfach den Ball flach hält und einfach mal sagt, jo, es kommt. Es kommt. Und sich selbst mehr Zeitraum lässt. Es kommt im Frühjahr 2020. Jetzt auch mit Part 2. Die könnten jetzt schon sagen, im Frühjahr 2021 kommt es. Nicht Winter 2020. Liebe ARK-Mitarbeiter, streicht die Scheiße. Ihr bekommt es nicht gewaffelt. Schreibt hin. Genesis Part 2 kommt im Frühling 2021. Dann ist auch keiner böse. Und wenn es dann doch früher kommt, dann ist der Hype auf eurer Seite. Wenn ihr dann sagt, ey, zum Weihnachtsgeschäft, hauen wir Part 2 raus, dann hat jeder was davon. Aber Leute, seid nicht so blöd und glaubt noch einmal, wenn ARK was sagt. Alter, ich hab so einen Hals, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir warten ja trotzdem. Kleiner Tipp noch am Rande, es sollte dieses Jahr, Frühjahr, so im Februar ungefähr, Stranded Deep für die PlayStation und für Xbox rauskommen. Haltet das im Auge, Survival-Spiel könnte ganz geil werden. Kleiner Tipp noch von mir, wenn euch ARK langsam auf den Zeiger geht. Ich wünsche euch was, wie immer, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.